Vielen Dank für eure Geduld. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Danke, dass ihr gekommen seid. Das ist unser einjähriges Geburtstagsfest der Friedensmahnwache Wien. Wir sind seit einem Jahr hier. Und ich freue mich, dass der Mann, der eigentlich das Ganze, die Idee dazu hier in Wien gehabt hat, hier ist. Das ist der Felix plus seinem Sohn. Und ich lade ihn ein, zu sprechen, seine ersten Worte. Ehre, wem Ehre gebührt. Sagst du uns auch was? Genau, nicht schlecht. Okay, grüß euch, dass ihr alle da seid, freut mich sehr. So, also ein Jahr ist es her, da sind ein paar Wahnsinnige am Heldenplatz gesessen. Es haben sich auch unter diese Wahnsinnigen ein paar Aluhutträger gemischt. Ganz ehrlich, die waren mir eigentlich am liebsten. Nein, Spaß beiseite. Unglaublich, dass so viele Leute das Ganze hier am Leben gehalten haben. Ihr müsst euch vorstellen, das waren abwechselnd immer wieder, also ich weiß nicht, in diesem ganzen Organisationsteam waren, glaube ich, insgesamt 50 Leute oder so, 40 im Laufe der Zeit. 30? Okay. Die Frage ist, die sich heute stellt, und zu diesem einjährigen Jubiläum, braucht es uns noch? Oder sitzt man eigentlich nur da, wenn wir nichts Besseres zu tun haben? Ich möchte da kurz eine Studie von Oxfam zitieren, ist vor ein paar Monaten rausgekommen und die bestätigt, dass 1% der Weltbevölkerung nun schon 50% des gesamten globalen Wohlstands besitzt. Bumm, da zieht zuerst einmal die Schuhe raus, ne? Und das bietet natürlich Anlass zu diversen Spekulationen. Was machen die mit all dem Geld? Jetzt leben wir und viele Staaten, Gott sei Dank, in einer schönen Demokratie, oder? Jeder Mensch eine Stimme, ist relativ einfach, oder? Ganz klares Rechenbeispiel. Und da beginnen die vielen Spekulationen, ja? Illuminaten, Bilderberger. Was machen die alle mit dem vielen Geld? Und lassen die uns eigentlich unser ganz normales demokratisches Wahlrecht? Genau. Das ist wirklich die Frage. Also stellt es euch mal vor, ja? Stellt ihr euch mal vor, ihr hättet einfach so mal 3 Milliarden Euro im Konto. Stellt euch das mal vor. So, und jetzt ist Wahlabend, ja? Jetzt ist Wahlabend und ihr wisst ganz genau, wenn eure Lieblingspartei nicht die Mehrheit der Stimmen hat. Wenn eure Lieblingspartei nicht die Mehrheit der Stimmen hat, dann wird leider ein Gesetz eingeführt, das euch und eurem Geld ziemlich schadet. Würdet ihr jetzt einfach abwarten und das sitzen und warten, wie die Mehrheit der Bevölkerung denn so abstimmt? Und wenn ich mir die Stimmen nicht kaufen kann, ganz ehrlich, ja, dann ist es mir doch eigentlich völlig blunzen, welcher Politiker da reingewählt wird. Ich meine, ganz ehrlich, ich beauftrage dann einfach einen Lobbyisten, der im 24/7 auf den Beinen, auf den Fersen ist. Und der ihm einfach das diktieren wird, was ich möchte. Und das ist jetzt kein Anlass zur Verschwörungstheorie, sondern das ist einfach nur Logik, oder? Ich meine, das würde ich auch so machen. Kann jemand von euch... Er läuft jetzt gerade. Ah. So, jetzt habe ich viel zu lange schon gesprochen. Aber jetzt kommt wieder die gegenteilige Seite, ja? Zurück. Ja. So. Den Mahnwachen wird ja immer wieder vorgeworfen, so eigenartiger Verband von Verschwörungstheoretikern zu sein. Und ich muss sagen, inzwischen kann ich das bis zu einem gewissen Grad auch wirklich gut nachvollziehen. Es kursieren wirklich die absurdesten Theorien, ja, bei ganz simplen Naturereignissen, ja, die mich selber immer wieder sprachlos machen. Und ich glaube, eines ist ganz wichtig in dem Zusammenhang. Ich weiß nicht, ob
jemand von euch zufällig schon mal von Ockhams Rasiermesser gehört hat. Das ist etwas, was Medizinstudenten sehr gut kennen. Das ist nämlich ein Prinzip, das wird ihnen im ersten Semester beigebracht. Das Prinzip ist ein ganz einfaches. Wenn es mehrere Theorien gibt, wie etwas zustande kommt, dann ist die einfachste und simpelste Theorie höchstwahrscheinlich die richtige. Das heißt, wenn jetzt irgendein Ereignis passiert, wie beispielsweise ein Flugzeugabsturz, kann man natürlich diverse Theorien stricken, was da alles an eine Verkettung von diversen so Eingriffen dazu geführt hat. Aber erinnert euch einfach an Ockhams Messer, Rasiermesser, und das sagt, ich meine, es kann genauso gut einfach nur ein technischer Defekt oder menschliches Versagen gewesen sein. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was wir uns alle irgendwo mal hinter die Ohren schreiben sollten. Selbst wenn uns irgendetwas total logisch und klar vorkommt und wir uns denken, ja, na, wir haben die Wahrheit aber herausgefunden und jetzt müssen wir es in die Welt hinaus posaunen. Es kann in Wirklichkeit auch ganz simpel gewesen sein und wir haben es nicht einmal mitbekommen. Aber jetzt nochmal zu der anderen Geschichte. Ich habe letztens wieder gesprochen über mein Lieblingsthema Chemtrails. Das ist eine ziemlich absurde und abstruse Theorie und ich will jetzt überhaupt nicht ins Detail gehen, ob es jetzt tatsächlich alles stimmt oder nicht. Das soll sich jeder sein eigenes Bild machen. Aber hier wiederum können wir Ockhams Rasiermesser anwenden und uns Folgendes fragen. Wenn ein kleiner Weinbauer in der Wachau einen Flieger hochstarten lassen kann, der ihm den Hagel vom Hals schafft, ja? Also der bewirken kann, dass seine Ernte nicht von Hagel vernichtet wird, sondern dass das einfach abregnet, dieses Gewitter, ja? Wenn ein kleiner Weinbauer diese Möglichkeit hat, was hat dann eine Supermacht für Möglichkeiten? Was hat dann eine Regierung, was hat ein gewaltiger Konzern für Möglichkeiten? Wir wissen es nicht, aber es ist anzunehmen, dass man so etwas in einem großen Stil auch betreiben kann. Am Ende des Tages bleibt eigentlich nur eines zu sagen, es ist und bleibt alles um uns herum total verwirrend, aber zum Glück auch total spannend. Und deswegen möchte ich euch auffordern, jeder von euch, der hier ist, tauscht euch aus, untereinander. Ja? Der eine hat die eine Info, der andere die andere Info. Tauscht euch untereinander aus und geht aufeinander zu und traut euch auch von eurem eigenen Standpunkt wieder abzugehen. Ich habe letztens ein sehr schönes Zitat gelesen, das, glaube ich, auch ganz gut dazu passt. We were all humans until race disconnected us, until religion separated us, and until wealth classified us. And now it's time to get one again. Join each other. Thank you.